Herzlich willkommen zurück bei World of Warships Legends. Schön, dass du dabei bist. Ich habe euch heute den Tier 5 Zerstörer der Deutschen mitgebracht, die Gide. Das Schiff ist im Grunde ein nur auf dem Papier existierendes Schiff. Also das Schiff hat es so in der Form nie gegeben. Einer von vielen Entwürfen der Zerstörer 1934 Klasse. Der Namensgeber des Schiffes ist Ernst Gide, der im Ersten Weltkrieg im Rang eines Kapitänleutnants als einer von 5 Wachoffizieren auf der weltberühmten SMS Emden diente, wo eines der berühmtesten deutschen Kriegsschiffe überhaupt. Ja, mit über 3000 Tonnen Verdrängung hätte die Gide die britischen Zerstörer deutlich übertroffen. Die Ausmaße dieser geplanten Schiffsklasse ließen aber auch Platz für eine starke Hauptbewaffnung von 150 mm Geschützen. Die haben wir auch hier im Spiel. Auch zusätzliche Technik wie das neu entwickelte Sonarsystem hätten wohl den Weg in das Schiff gefunden. Die real gebauten Zerstörer der 1934er Klasse waren alle mit kleineren Geschützen ausgerüstet, also mit 127 mm Geschützen, wie auch ihr amerikanisches Pendant zum Beispiel, die Mayhem. Ja, unsere Ernst Gide hier, die wir hier im Spiel haben, die eignet sich im Grunde hervorragend dazu, um Jagd auf gegnerische Zerstörer zu machen. Die 150 mm Geschütze zerfetzen jeden gegnerischen Zerstörer im Handumdrehen. Also dass die große oder der große Vorteil unserer Gide hier, diese fetten 150 mm Geschütze, ihr habt davon 4x1 150 mm Geschütze, also 2 vorn und 2 hinten, mit einer Nachladezeit von 8,3 Sekunden, was schon gewöhnungsbedürftig ist. Also ihr amerikanisches Pendant zum Beispiel, die Mayhem, hat 4,2 Sekunden, also seid ihr da doppelt so lang im Nachladen. Ja, ihr habt aber auch dafür das größere Kaliber. Die Mayhem ja auch nur 127 mm, nur natürlich in Anführungsstrichen. Also die Amerikaner so eine Ballerbude, das sind die Deutschen hier nicht. Auch habt ihr ja mit der Nachladezeit von 8,3 Sekunden. Die Mayhem zum Beispiel hat 6,6 Sekunden. Also, ja, wenn ihr als Anfänger oder als Zerstörer-Neuling anfangt, dann würde ich euch nicht unbedingt zu den deutschen Zerstörern raten. Da fangt vielleicht mit einer anderen Klasse an. Zu den Japanern kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber dann würde ich euch eher zu den amerikanischen Zerstörern raten. Durch ihren langen Nebel, den sie haben, lassen sie sich deutlich angenehmer spielen für Anfänger. Aber ja, nichtsdestotrotz machen die deutschen Zerstörer mir persönlich auch Spaß, wenn man weiß, mit ihnen umzugehen. Wir gucken mal auf die Werte, ihr Lieben. Also ihr habt zweimal Nebel an Bord mit 63,4 Sekunden, was auch nicht schlecht ist, also mit einer knappen Minute. Wie gesagt, natürlich nicht der amerikanische Nebel, aber 63 Sekunden, damit lässt sich arbeiten. Natürlich zweimal den Motorboost und wie gesagt, hier habt ihr bei den deutschen Zerstörern das erste Mal Sonar mit an Bord. Das ist auch ein Vorteil, wenn es 1 gegen 1 gegen einen gegnerischen Zerstörer geht, der sich einnebelt. Dann habt ihr natürlich einen klaren Vorteil. Ja, die Ortung von Torpedos 2,8 Kilometer, Ortung von Schiffen 3,9 Kilometer. Also ein Zerstörer, der sich vor euch einnebeln will, dann zündet ihr Sonar, dann macht er ihn sofort auf. Und könnt ihr natürlich auch weiter beschießen. 92 Sekunden habt ihr dann Zeit, so lange läuft das Verbrauchsmaterial. Wir gucken uns mal die Werte an. Ihr habt 15.670 Lebenspunkte, das ist natürlich ordentlich. Wie gesagt, 4x1 150 mm mit einer Feuerreichweite von 9,5 Kilometern. Ladezeit hatte ich ja schon angesprochen. Auch ein Vorteil natürlich der 150 mm Geschütze. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2200. Auf den Amerikanern, also auf der Mayhem, habt ihr einen Höchstschaden von 1800. Also hier seid ihr nochmal besser aufgestellt.
an Wahrscheinlichkeit 12%. Die AP-Granaten, das auch eine große Stärke der großen Geschütze der 150 mm. AP-Granaten Höchstschaden von 3700, auf der Mayhem habt ihr zum Beispiel 2100. Also hier seid ihr nochmal deutlich besser aufgestellt. Und ihr könnt diese AP-Granaten auch zum Beispiel gegen Breitseite fahrende gegnerische Kreuzer einsetzen. Also da könnt ihr doch die ein oder andere Zitadelle auch machen mit einem Zerstörer. Torpedos habt ihr 2x4 533 mm mit einer Ladezeit von 84,6 Sekunden. Höchstschaden von 13.700. Das ist auch ordentlich. Und Torpedogeschwindigkeit mit 67 Knoten, darüber lässt sich eigentlich auch nicht meckern. Flugabwehr lassen wir mal außen vor. Die soll aber wohl nicht so besonders sein, aber das müssen wir dann sehen, wenn die CVs dann irgendwann mal reinkommen. Manövrierbarkeit, ja, ihr habt eine Höchstgeschwindigkeit von 36 Knoten, Wendekreisradius von 690 Metern, also die Schiffe lassen sich auch ein bisschen, ja, soll ich sagen, träger fahren, oder sie sind nicht so manövrierfähig wie die Amerikaner. Also damit müsst ihr auch umgehen. Ruderstellzeit von 4 Sekunden. Erkennbarkeit zu Wasser 5,6 Kilometer. Das ist in Ordnung. Damit lässt sich arbeiten. Ja. Soweit die Werte zur Gide. Ich habe euch wieder ein sehr schönes Gameplay mitgebracht, in dem ich eine sehr schöne Runde mit ihr hatte. Wie gesagt, 150 mm. Perfekt gegen gegnerische Zerstörer. Ja, ich würde sagen, schaut euch das Gameplay an, danach sehen wir uns nochmal kurz im Hafen. Also viel Spaß mit der Ernst Gide, ihr Lieben. Bis gleich. Gestartet. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Verstanden. Nebelwand gelegt. Zerstörer versenkt. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern.
Stationen. Melde Position eines strategischen Ziels. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Jawohl. Bestätige. Bestätige. Alle Stationen, schützt das Ziel. Maschinenboost aktiviert. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Achtung, melde Zielposition. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Jawohl. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Teufelskerl. Verstanden. Achtung, melde Zielposition. Verstanden. Achtung, melde Zielposition. Alle Stationen, melde Position. Maschinenboost deaktiviert. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst. Gegnerischer Zerstörer versenkt.
Stationen. Brauche Feuerunterstützung. Auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Nebelwerfer gestartet. Kreuzer gesunken. Maschinenboost aktiviert. Zerstörer gesunken. Feueralarm. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Torpedos direkt voraus. Torpedos voraus. Maschinenschaden. Ja, zurück im Hafen mit der Ernst Gieder. Also ihr habt es gesehen, Kraken freigelassen, 5 Schiffe zerstört, davon 3 Zerstörer. Also ich würde mal sagen, in dem Gefecht hat die Ernst Gieder ihren Dienst getan. Ja, gegen gegnerische Zerstörer. Da macht sie wirklich einen Heidenspaß durch ihre 150 mm Geschütze. Leider Gottes ist es eine Niederlage geworden. Ich habe euch dann auch den Rest des Games erspart, weil da ist nicht mehr viel passiert. Die New Mexico hat da nicht mehr viel reißen können. Ja, wie gesagt, leider eine Niederlage. Aber trotzdem eine schöne Runde für mich in der Ernst Gieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen freuen von euch. Und ja, wenn du das erste Mal dabei bist, vielleicht auch über ein Abo. Da würde ich mich noch mehr freuen. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos, ihr Lieben. Also bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und wir hören uns. Euer Playguru. Tschüssi.